Willkommen zurück zu Gothic 3. Wir stehen hier vor Bufford, weil ich jetzt hoffe, dass wir die Wolfsquest abgeben können. Du hast den Banditen Ortega erledigt. Das war eine große Leistung. Dafür bekommst du von mir noch extra Gold. Jens, der Jäger, meint, du bist zu gebrauchen. Was hat denn er mit Ortega zu tun? Den Auftrag haben wir doch von ganz jemand anderem bekommen. Na gut, einer der Schweinehirten gehört zu den Rebellen. Das gehen wir nicht weiter. Sind die Orks zufrieden mit mir? Du hast es geschafft. Du bist für die Orks kein Unbekannter mehr. Jetzt kannst du dich frei in der Stadt bewegen. Geh gleich zu Uruk. Er will mit dir sprechen. Okay. Wir sprechen aber vorher nochmal mit dem Schweinehirten. Und oben müssen wir auch noch kämpfen. Die Quest mit dem Wolf ist leider immer noch nicht erfüllt. Was etwas schade ist. Wer war das? Der hier? Ah, okay. Der hat aber auch nichts mehr zu sagen. Oder war das er? Ich muss arbeiten. Na gut. Wir sprechen mal mit dem Uruk. Halt! Keinen Schritt weiter. Hey! Kann ich mit Uruk sprechen? Du kannst reingehen. Uruk erwartet dich, Mora. Dann ist es wahrscheinlich so, dass der Ruf landweit zählt, nicht dorfweit. Ruf bei den Orks ist aber hier null. Naja, dann ist es vielleicht doch, dass der hier nur quasi in dem Dorf, in der kleinen Stadt hier zählt, der Ruf. Und sobald wir dann in Monterra sind, müssen wir uns wieder einen eigenen Ruf erarbeiten. Können wir hier was plündern bei dir? Das ist ja immer das Erste, was wir hier machen wollen. Wir offenbar nicht. Es gibt so eine Kiste, die ist aber jetzt sehr öffentlich platziert. Du bist also der Morrer, der sich um die Stadt verdient gemacht hat. Meine Krieger reden über dich. Ich hoffe nur Gutes. Sie respektieren dich. Das reicht mir. Du bist schwer zu erreichen. Wir Anführer der Orks geben uns nicht mit jenem beliebigen Morrer ab. Wir haben wichtige Aufgaben für unser Volk zu erledigen. Da bleibt keine Zeit für Angelegenheiten der Sklaven. Dafür haben wir unsere Söldner. Was kannst du mir über Xardas erzählen? Der erste Angriff auf Faring war schon verloren, als er zu uns kam. Doch dann hat er den Morras ihre Runenmagie genommen. Unser zweiter Angriff auf Faring hat die Burg dann in ein Schlachthaus verwandelt. Erzähl mir mehr über dieses Faring. Faring ist eine hohe Bergfestung am Pass zu Nordmar in der Nähe eurer Hauptstadt Vengard. Unsere stärksten Krieger sind dort stationiert. Für jemanden wie dich lohnt sich die Reise nach Faring nur, wenn du ein bekannter Gladiator bist. Was genau ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Rebellen in der Küstenregion auszuräuchern. Sie sind überall, selbst in dieser Stadt. Ich habe es bisher nicht geschafft, ihren Unterschlupf zu finden. Die Sklaven nennen es Redok. Ich nenne es Rattennest. Was hast du unternommen, um Redok zu finden? Meine Patrouillen durchstreifen Tag und Nacht die Küste. Tja, jetzt nicht mehr. Ich habe sogar einen Paladin gefangen genommen und verhöre ihn jeden Tag. Bisher ohne Erfolg. Er hat immer noch nicht geredet. Ich will mit dem gefangenen Paladin reden. Er ist oben, im Leuchtturm. Mach mit ihm, was du willst. Ich bekomme kein Wort mehr aus ihm heraus. Vielleicht können wir ihn befreien. Was ist mit den Rebellen innerhalb dieser Stadt? Sie haben einen Anführer. Ich habe noch nicht herausfinden können, wer es ist. Der Mistkerl hat eine brillante Tarnung. Finde den Kerl und gib ihm, was er verdient. Nee, ich will Redok natürlich nicht für ihn vernichten. Aber wir sprechen nochmal mit dem Anführer. Vielleicht können wir da irgendwas drehen. Ich habe immer Angst jetzt hier, das ist so komisch gemacht, wenn wir irgendwelche Quests annehmen, dass wir dann komplett auf die falsche Seite wechseln, auf die Seite der Orks quasi. Hier gibt's nichts. Wer war denn der Anführer? War er das? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ich dachte eigentlich er wäre es. Na gut, wir sprechen mit dem Paladin
Und wenn wir schon oben sind, können wir auch gleich nochmal an den Arena-Kämpfen teilnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen hätte, wir sollen Redok vernichten, ich denke mal, dann wären uns alle feindlich gesonnen. In der Redok. Und das wollen wir natürlich nicht. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Na dann. Komm her, Bürschchen! Leute, es gibt einen Kampf! Oh, ich hab mich gespeichert. Ich hab mich gespeichert, nein! Au! Au! Da! Nein, 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 nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, weg, weg, weg! Oh, da hat er schön durchgehauen unter uns. Ja. Au! Da! Oh Mann, Mann! Au! Au! Da! Au! Oh! Da! Das klappt. Oh, das war knapp. Da! Wie ich aber auch immer daneben bretel. Oh, da! Jetzt ist er geliefert. Au! So, erstmal was reinschmeißen. Und dann schauen wir mal, da kommt bestimmt noch der ein oder andere Kampf. Der ist mir jetzt härter vorgekommen als in Monterra. Oh, mein Kopf! Moment mal, wir sprechen nochmal mit ihm. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Gut gekämpft, Fremder. Okay, wir bekommen kein Geld. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich habe gewonnen. Du hast gut gekämpft. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antreten will. Wir sind der Champion. Du bist der Champion. Bekomme ich einen Preis? Ja, dieses Schwert. Trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge. Okay, na dann. Breitschwert. Da hätte man gar keins basteln müssen. Das ist wahrscheinlich kein... Oh, nee, da ist unseres sogar noch besser. Weil es selbst geschmiedet ist. Ah, Moment mal. Die plus 10 kommen nicht nochmal zu Klingenschaden dazu, dass wir 80 haben, sondern in den 70 sind die plus 10 schon drin. Wenn ich nämlich hier mal schaue, normales Breitschwert 60, wenn wir hier die plus 10 draufrechnen, dann sind wir wieder bei 70. Okay, na gut, können wir verkaufen. Dann gehen wir mal hier rein und sprechen mit dem Paladin. Eventuell können wir da... Halt! Keinen Schritt weiter! Man muss eben was machen? Was man so rum erzählt. Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Ja, man muss nur... Man muss nur sehr dominant auftreten. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Oh, Gold. Verwandlungstrank für Wolf. Heiltrank, Amulett, Lebensenergie. Ein Degen. So, was haben wir noch hier? Ein Pult. Oh. Hier steht nichts Neues. Der ist offenbar schon verwundet. Der Wenzel. Hallo Wenzel, er hat immer noch, er ist gefangen, hat aber trotzdem noch seine Rüstung, sein Schild und sein Schwert. Sowas aber auch. Die Orks nehmen das nicht so genau. Dann sprechen wir mal mit Wenzel und überlegen uns, wie wir den hier rausbekommen. Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Du bist gar kein Ork. Wie bist du hier reingekommen? Wer bist du? Mein Name ist Wenzel. Ich bin Paladin und komme aus Monterra. Habe dort gegen die Orks gekämpft. Was ist in Monterra passiert? Eines Morgens, kurz bevor die Sonne aufging, hatten die Orks die Stadt umstellt. Das war dann das Aus. Fast die Hälfte von uns fanden den Tod. Alle anderen wurden versklavt. Ich habe deinen Kelch gerettet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kelch muss zu den Feuermagiern. Es ist ein Feuerkelch. Sehr selten und äußerst wertvoll. Mehr weiß ich leider auch nicht über das Ding. Warum bist du Gefangener und kein Sklave?
Einer ihrer Sklavenjäger hat mich hierher verschleppt und mich an die Orks verkauft. Seitdem kommen die Orks jeden Tag zu mir und verhören mich. Ich soll ihnen verraten, wo sich das Rebellenlager Redok befindet. Was weißt du über Redok? Redok ist hier an der Küste der einzige Zufluchtsort für uns Rebellen. Ich werde eher sterben, als jemanden zu verraten, wo sich meine Brüder versteckt halten. Wo gibt es noch Rebellen außer in Redok? Sie sind überall. Im ganzen Land gibt es Gruppen, die sich den Orks entgegenstellen. Sie verstecken sich im Wald, in Höhlen oder in den Klippen. Die Orks werden sie niemals alle finden. Wir werden erst ruhen, wenn unser Königreich wieder frei ist. Lass uns die Stadt auseinandernehmen. Ich mach mal Ende und speichere. Was passiert denn da? Lass uns die Stadt auseinandernehmen. Es gab schon viele, die das mit mir wollten. Und? Du bist der Erste, dem ich das auch zutraue. Aber wir beide alleine, das wird trotzdem verdammt schwer. Überleg dir das gut. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt hier keine... Nee, das geht nicht. Wir müssen erst die Rebellion anzetteln. Halt! Bei unseren Leuten verschwinden immer mehr wertvolle Dinge. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Rausreden können wir uns jetzt. Na Gott sei Dank haben wir das gelernt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wenn das so weitergeht, werden wir dich für die Sache verantwortlich machen. Naja, wir haben ja jetzt eigentlich schon alles geplündert, was da ist. Gut, was ich jetzt gerne ausprobieren möchte, ist, wir sprechen nochmal mit dem Anführer der Orks und nehmen mal die Quest an, wir werden Redok vernichten. Und anschließend reisen wir nach Redok und schauen mal, ob wir irgendwie mit den Rebellen dann was machen können, dass wir die Quest trotzdem erfüllen, aber nicht so, wie sich hier der Uruk das dann vorstellt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob die dann einfach bei uns im Questlog bleibt, die Quest. Ich werde Redok für dich vernichten. Große Worte für einen kleinen Mann. Ich habe dich für einen einfachen Söldner gehalten, aber jetzt machst du mich neugierig. Zeig mir, was du kannst und töte den Anführer von Redok. Ich werde dich reich dafür belohnen. Vernichte das Rebellenlager Redok. So, und jetzt gehen wir mal runter. Zauber, Zauber, Zauber. Und vielleicht können wir jetzt irgendwie mit einem sprechen hier. Zeig mir deine Ware. Okay, verkaufen können wir auch noch. Pass auf Allerdings, dich auf. Nee, wir werden erstmal runterschauen, bevor wir hier verkaufen. Falls wir neu laden müssen. Hier ist auf alle Fälle keiner, der uns angreift. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht könnten wir uns auch eine bessere Rüstung kaufen. Wir haben ja jetzt sehr viel Kohle. So, das ist Norris. Hier ist Javier. Was willst du? Nee, da passiert nichts. Und wir haben die Quest im Inventar, ne? Nee. Also, das macht keinen Sinn. Das brauchen wir nicht. Aber wir schauen mal, ob wir uns hier irgendwas kaufen können. Zeig mir deine Ware. Langschwert, Bastardschwert, Rezept, Zweihänder. 12.000, wir haben aktuell 10.000. Von den Schwertern her, die sind auch abgenutzt. Achso, die haben wir wahrscheinlich verkauft schon an ihn. Wir können nur Breitschwert machen. Wir können Schwert noch nicht schleifen. Nein. Was brauchen wir denn für Schleifen? Wo haben wir die denn? Hier unten. Klinge schärfen. Benötigte Schmiedekunst 30. Schmiedekunst, da haben wir 16. Oh je. Oh je, sage ich da nur. Dann gehen wir nochmal nach oben. Ich lasse die Quest jetzt im Inventar mit dem Rebellendorf. Ich denke mal, wenn wir
später uns gegen die Orks erheben. Wir sehen uns. Zeig mir deine Ware. Wird die einfach als gescheitert markiert. So, er hat nichts Neues. Wir können aber hier verkaufen. Und zwar ordentlich. Naja, ordentlich. 522, das ist ja gar nichts. Aber hier haben wir noch Ringe. Amulett der Lebenskraft. Die haben wir auch alle raus. Dann sind wir bei 784. Den Goldbrocken. Da weiß ich auch noch nicht, was wir mit dem anfangen sollen. Genauso wie beim Eisenerz. Ich denke mal, Eisenerz können wir eher gebrauchen. Wir verkaufen den. Und dann gehen wir hoch und kaufen uns eine richtig fette, dicke Rüstung. Ich denke, da gibt dann eine um 5000 locker. Vielleicht sogar eine mit 10.000. Ich weiß gar nicht mehr, welche Varianten es da gegeben hat. Der war hier oben, der Händler. War das er hier? Zeig mir deine Ware. Ah ja, okay, also. Wir haben die Lederkluft aktuell. Wir können uns eine Rebellenrüstung kaufen für 5.000. Wir können uns aber auch... Nee, das war's schon. 190.000 ist die dickste Rüstung, Paladinrüstung. 20.000 für die Rebellenrüstung. Dann holen wir uns eine leichte Rebellenrüstung für 5.000. Du bist in Ordnung. Die können wir dann auch gleich anziehen. Sieht die anders aus jetzt? Ja. Ein bisschen anders ist sie. Hat auch bessere Werte. Und die können wir gleich mal verkaufen wieder. Zeig mir deine Ware. Gut. Also, schaut doch mal schön aus. Ja. Kann man mit herumlaufen. Was machen wir als nächstes? Wir müssen wieder zurück nach Monterra und müssen erstmal Weizen holen. Und ich denke, dort, wo es den Weizen gibt, ist dann auch Dominiks Hof. Wo ist denn, wo finden wir Weizen? Im Kornhof im Norden. Wir waren bisher hier oben. Dann müssen wir eher hier hoch, oder? Dann müssen wir eher... Na gut, wir schauen einfach mal. Das finden wir schon. Fliefla Flunkel. Und schon sind wir in Monterra. Oh, die Höhle brauchen wir auch noch. Stimmt, die Höhle, die außerhalb ist. Wir sind jetzt hier westlich rausgekommen. Die Höhle war ungefähr in der Richtung. Wir gehen erst auf den Hof, suchen uns den mal. Der müsste ja irgendwo hier vorne dann sein. Wenn mich meine geografischen Kenntnisse nicht trügen. Da vorne sehe ich ja schon, da ist ein Hof. Und da haben wir wieder jede Menge abgebrannte Ruinen. Da unten ist wieder ein Schweinchen und eine Truhe. Die lassen wir uns nicht entgehen. Dafür nehmen wir es sogar mit dem Schweinchen auf. Na, komm her. Oh, da können wir ja wieder nicht blocken. Da können wir ja offenbar wieder nicht blocken. Und, was ist denn jetzt los? Jetzt ist die Ausdauerleiste wieder grau. Gegengift, Trank gegen Krankheit war das letztes Mal. Na? Yep. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, was da los ist, wieso die dann grau wird. Gut. Das ist alles so schön groß.
und so schön neu. Da sitzen sie alle im Kreis. Was ist denn mit euch los? Ihr sollt doch was arbeiten, Mensch. Da sind hier mehr Bewacher als überhaupt an Leuten. Hier sind die Weizensäcke. Da brauchen wir 10 Stück, kann das sein? 15 Stück brauchen wir. Ach du meine Güte. Was ist los? Bist du auch mit der Bezahlung unzufrieden? Geh wieder an die Arbeit. Das gibt doch nur wieder Ärger. Nicht in diesem Ton, Bürschchen. So, noch ein Anwärter auf meinen Posten, was? Das können wir gerne bei einer kleinen Runde Klingenkreuzen ausdiskutieren. Der werde ich okay. Das war jetzt so nicht gedacht. Wir gehen mal hier raus, dass wir die anderen nicht anschlagen. Oh, der hält nichts aus. Hau drauf! Das gibt's doch gar nicht! Kann ich ihn noch lass mich schlündern? In Ruhe. Ja. Ist das dein Ernst? Na gut, bis der wieder aufwacht, schauen wir uns hier mal um. Ein Alchemietisch. Wir schauen mal drauf, damit wir endlich mal wieder einen Überblick bekommen, welche Rezepte wir haben. Wir haben aktuell Heiltrank mit Heilpflanze, mit Heilwurzel und mit Sonnenkraut. Ich glaube, das war das letzte Rezept, das wir gekauft haben. Alle plus 50. Okay, wir machen die mal alle fertig. Jetzt fehlen uns Fläschchen. Das heißt, wir müssen die Augen offen halten nach Fläschchen. So, da ist er wieder. Verschwinde endlich! Ich habe Besseres zu tun, als mich mit Wegelagerern zu schlagen. Oh. Entspann dich. Ich will für dich arbeiten. Ach was? So einen Störenfried kann ich hier nicht gebrauchen. Ich habe Besseres zu tun, als auf jemanden wie dich zu achten. Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven ab. Und die Jungs liegen faul in der Gegend herum. Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen. Ach, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen. Zeig mir erst mal, was du kannst. Dann werde ich noch mal darüber nachdenken. Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt. Musst ja nicht noch in meiner Wunde herumbohren. Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt. Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig. Hör bloß auf mit der Scheiße. Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen. Toller Vorschlag. Das Einzige, was die noch motiviert, ist Alkohol. Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt. Oha, Untote in der Burg im Osten. Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge oder lungern um Montera herum. Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung. Die Korndiebe im Norden machen mir mehr Kopfzerbrechen. Sie kommen nachts und klauen uns die Weizensäcke unterm Arsch weg. Ich warte förmlich darauf, mit zerschnittener Kehle aufzuwachen, während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen. Erzähl mir was über Marek. Er ist Orksöldner, genau wie ich. Marek ist unser Anführer hier in Montera. Er kümmert sich darum, dass hier nicht jeder tut, was er will. Möchte gern wissen, wie er das anstellt. Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf dem Hof hier klar. Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du dem Weg da nach Osten folgst, kommst du zur alten Festung der Paladine. Sie ist zwar nur noch eine Ruine, aber bewohnt ist sie immer noch. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen. Dennis hat euch die Heuballen angesteckt. Ja, ich weiß. Das Schwein macht sich auch über mich lustig. Soll er ruhig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich werde mich um die Korndiebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Ta! Nur zu. Das will ich sehen. Gut, wir haben mal wieder eine neue Quest bekommen. Hier sitzen nur die Söldner am Feuer. Am besten, du hältst dich da raus. Ich weiß, was hätte ich dir vorher sagen können? Ich frage mich immer noch, wie ich hier 15 Stück der Säcke hier finden soll. So, Sklave Rufus. Psst, hey du. Du siehst anders aus als die anderen hier. Du arbeitest nicht für die Orksöldner, oder? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ich bin kein Ork-Söldner. Dann bist du vielleicht der, den ich suche. Wenn er so weitermacht, wird das niemals.
Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Doch die Söldner überwachen jeden meiner Schritte. Ich brauche einen starken Mann, der sie ablenkt, während ich mich aus dem Staub mache. Du gehörst zu den Sklaven, oder? Bedauerlicherweise. Das war nicht immer so. Doch heute kann man es sich halt nicht aussuchen. Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara, und zwar so schnell wie es geht. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Richtig, aber trotzdem... Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. Du solltest meinen Rat annehmen. In Ordnung. Ich hol dich hier raus. Wie willst du das anstellen? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich speichere mal. Ich denke mal, wir werden hier kämpfen müssen. Das will ich jetzt momentan noch nicht, während wir noch in der Suchphase sind. Aber wir schauen mal, was passiert. Lauf los, ich folge dir. Was, jetzt? Ja, verdammt, lauf. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, und jetzt müssen wir verfolgen, oder? Das war doch jetzt einfach. Was liegt hier denn? Achso, ein Blatt. Ja, was ist jetzt, Rufus? Muss ich dich jetzt den ganzen Weg begleiten? Wo muss der hin? Ich weiß nicht. Verdammte Scheiße, was war das denn für ein toller Plan? Lauf los, sagt ihr. Und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Ha. Was machen wir jetzt? Ich speichere mal. Wenn wir den jetzt hier stehen lassen, ist das auch blöd. Den vergesse ich aber sowas von. Auf der anderen Seite könnten wir nach Okara. Wo ist denn Okara? Ich weiß es nicht. Irgendwo vielleicht hier oben. Gotha. Und dann müssen wir uns halt nochmal runter teleportieren. Ich denke, wir machen das. Wir begleiten den jetzt nach Okara. Was habe ich denn da gerade eben schreien gehört? Das hat sich angehört wie ein Drache. Fliegt hier irgendwas rum? Ich hoffe nicht. Na gut. Also, in der nächsten Folge begleiten wir ihn nach Okara, den Rufus. Mal schauen, vielleicht ist es gar nicht mal so weit weg. Mal schauen, ob das hier unten irgendwo ist. Nein. Und dann schauen wir einfach mal, was da passiert. Wir können uns ja wieder zurück teleportieren, das ist schon mal gut. Und dann müssen wir halt die Quests hier noch fertig machen, die wir hier in Monterra haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.